Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing der Trendradar Box. Ja, es ist die Box für den Monat März. Ich bin schon gespannt, was drin ist. Es geht los. Oh, ich bin schon aufgeregt, aber machen wir nicht lange drum rum. Es geht los. Rabattcode, Link zur Box und alle Produkte sowie die Seiten dazu werde ich euch in der Infobox verlinken. Und es sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Das Thema diesen Monat ist Wild Garden. Und im März beginnt man ja schon so ein bisschen mit dem Säen von Blumen, von ein bisschen Gemüse. Ich habe auch schon was eingepflanzt. Radieschen, Kresse, Basilikum, Tomaten, Chili und Salat und auch ein paar Blumen. Aber ich habe ja nur einen Balkon und ein paar Hochbeete auf dem Balkon und habe so ein paar Blumentöpfe mit ein paar Blümchen, um die Bienen anzulocken. Aber da ist noch nichts passiert. Die Radieschen sind ein bisschen aufgegangen und die Kresse. Ansonsten tut sich da leider noch nichts. Warten wir es mal ab. Da stehen die Produkte drin. Ich greife rein. Erstes Produkt, was ich sehe, sieht schon mal interessant aus, ist das hier. So eine braune Tüte. Hair Wash Treatment von Radico Organic. Kenne ich gar nicht, sagt mir nichts die Marke. Auf jeden Fall ist das 100% Organic Fruit and Seed Powder. Okay, das ist mir völlig neu. Ein Puder für die Haare. Interessant auf jeden Fall. 100 Gramm sind enthalten. Es ist vegan. Ich habe hier auch die vegane Edition, die vegane Box. Da gibt es auch noch eine andere Variante. Wie gesagt, ich werde es euch verlinken und dann könnt ihr mal vorbeischauen. Hier habe ich jetzt Kräuterpflege für die Haare steht dabei. 5,95 Euro kostet das. Und für die Anwendung mixe das Pulver im Verhältnis 1:3, bis eine cremige Masse entsteht. Anschließend trägst du diese auf dein Haar auf und lässt sie maximal eine Stunde einwirken. Also sowas wie eine Haarkur, das ist interessant. Danach kannst du deine Kräuterpackung gründlich auswaschen und dein neues Power-Haargefühl genießen. Finde ich jetzt auf jeden Fall interessant. Werde ich mal ausprobieren, ja. Finde ich spannend. Es geht weiter. Nächstes Produkt, was ich hier rausziehe. Oh, ich freue mich. Sowas wollte ich sowieso machen. Oh, cool. Osterhäschen aus Germteig. Oh, cool. Backmischung für 5 Häschen. Das sieht so schön aus, Leute. Ich freue mich. Das finde ich richtig, richtig cool. Da ist natürlich noch eine Anleitung dabei, wie das funktioniert. Ist ja mega. Oh, ich freue mich, weil ich sowas sowieso vorhatte zu machen. Von was für einer Marke ist das denn? Ich erkenne das irgendwie gar nicht. Bake Affair. Okay, hatten wir letztens auch schon mal in einer Box. Finde ich richtig cool. Irgendwie interessiert mich die Marke total. Finde ich spannend. Werde ich euch mitnehmen auf Instagram. Deswegen folgt mir. Ich habe meinen Namen geändert. Ich heiße jetzt genauso wie hier auch. Das hat wieder funktioniert. Da hatte ich eine Zeit lang Probleme. Aber das hat jetzt wieder funktioniert. Deswegen, da findet ihr mich auch unter dem gleichen Namen. Und ja, das, also da freue ich mich jetzt richtig drüber. Finde ich richtig, richtig cool. Schauen wir mal nach. Die haben echt spannende Produkte hier. Wo habe ich es denn? Hier. Und es gibt auch noch Rabatt. Leute, es wird immer besser. Eine Biobackmischung, 5,99 Euro. Mit dem Code TREND 2021 erhältst du 5 Euro Rabatt auf einen Einkaufswert von 30 Euro. Bis 1.5. Also schaut mal vorbei. Ich werde da definitiv mal gucken, weil das finde ich schon schön, was es da für Produkte gibt. Gerade mit den Kindern kann man das dann zusammen machen. Finde ich sehr, sehr schön. Weiter geht's. Da habe ich hier so ein cooles Säckchen mit dabei. Sieht aus wie so Sägespäne. 10% Rabatt. Ich werde euch auch alle Rabattcodes in die Infobox mit reinschreiben. Ein Duftsackel. Zirbe, das riecht extrem gut. Ich werde da mal meinen Mann fragen, ob er sich das in den Schrank legen möchte, weil er liebt sowas. Ja, er hat sich auch Duftsäckchen gekauft. Das riecht extrem gut. So ein bisschen zitrisch, aber nicht so aufdringlich. Ich finde es richtig gut. Doch, gefällt mir.
wird ihn freuen. Das ist von kaufhausderberge.at. Finde ich schön, ja. Gefällt mir. Gucke ich mal, was sowas kostet, falls wir da wieder Bedarf haben. Und das ist ein Trend-Goodie, was man als 12-Monats-Abonnent von der Box bekommt. Sehr cool. 4,90 Euro kostet das. Zirpen-Duftsäckchen. Schön. Gefällt mir. Nächstes, was ich rausgreife, ist hier ein, so ein Tiegel, ein Gläschen. Bio-Share-Butter. 100% pur, kann schon gar nicht mehr lesen, unraffiniert, pflegt trockene Haut. Und sowas finde ich extrem gut, gerade für die Schienbeine von Gislaine Naturkosmetik. Ich hoffe, man spricht so aus, ich bin mir nicht ganz sicher. Habe ich auch noch nie gehört. Ich entdecke hier immer so viel Neues in der Box. Oh, sehr cool. Also sowas liebe ich halt wirklich für die Schienbeine, wenn man da richtig, oder für die Ellenbogen auch. Für die Fersen, wenn man da richtig trockene Stellen hat, finde ich das extrem gut. Und habe ich auch schon öfter aufgebraucht, sowas. Es hätte auch noch ein Creme-Schaum drin sein können als Alternativprodukt. Also ich finde das gut, dass ich das hier jetzt drin habe, weil das gefällt mir sehr gut. 14,95 Euro kostet das und der Creme-Schaum kostet sogar noch mehr. Der ist dann von Calusan. Kann ich euch mal zeigen. Aber ich muss sagen, ich bin froh, dass ich die Sharebutter drin habe, weil ich kann das extrem gut gebrauchen. Das hier springt mir ins Auge, das finde ich richtig toll. Das ist ein Schwamm, ein Spülschwamm. Und der, ja, der ist einmal hier so ein bisschen fester. Und hier, ja, kann man es sehen? Ja, hier ist der so, ja, so wie ein Schwamm halt. Aus Kokosfasern, Zellulose, aus Holz und Recycling-PET. Ein Schwamm kann bis zu 20 Küchenrollen ersetzen. Ja, genau, das finde ich gut von Minimi. Ja, Ökoschwamm, kratzfrei. Finde ich sehr, sehr, sehr cool. Das gefällt mir, finde ich schön. Kann man immer gut gebrauchen. Der kostet 1,99 Euro, gibt es bei grünerle.de. Ein Ökoschwamm. Schön, ja. Wenn der gut ist, kann man den mal nachkaufen. Ich finde das in Ordnung für 2 Euro. Genau. Es geht weiter. Es ist noch so viel drin, Leute. Das hier ist interessant. Eine Flasche Gartenglück Pflanzenaktivator für prachtvolle Gartenpflanzen. Gut, ich habe jetzt halt keinen Garten und nur so 3 Blumentöpfe mit Pflanzen hier ja, angepflanzt. Ich denke, ich werde das verschenken und ich weiß auch schon an wen. Finde ich auch eigentlich ein ganz cooles Produkt, dass das drin ist. Ich habe jetzt halt leider keinen Garten. Sonst würde ich das auf jeden Fall benutzen, aber ich weiß, an wen ich das verschenken kann. Und genau, ist damit dann auch eine tolle Sache. Da kann ich eine Kleinigkeit verschenken. 12,95 Euro kostet das. Du liebe Güte, Leute. Echt teuer. Cool, dass das in der Box war. Kann man auf jeden Fall gebrauchen. 12,95 Euro, der Wahnsinn. Gartenglück. Das muss man irgendwie, glaube ich, verdünnen. 4 Verschlusskappen Biotaurus auf mindestens 5 Liter Gießwasser. Eine Gießmenge reicht für circa 5 Quadratmeter. Okay, wisst ihr Bescheid. Finde ich gut. Es hätte auch noch drin sein können, Erntefreude. Hätte es bei mir ein bisschen besser gepasst, weil ich ja ein bisschen Gemüse angepflanzt habe. Aber eben auch nur in den Hochbeeten, jetzt nicht im Garten. Deswegen, ja, macht mir nichts aus. Und das werde ich verschenken. Was ist noch drin? Ist noch eine Menge drin. Das hier, passend dazu, greife ich mal raus. Mössinger Sommer. Für 6 Quadratmeter ausreichend. Bunte Blumenzahnmischung aus der Saatgutmanufaktur. Finde ich schön. Hier oben kann man auch sehen, wie das aussieht. Das finde ich auch irgendwie toll, dass man das da noch drauf sieht. Und so eine Mischung habe ich eben in 3 so Blumentöpfe verteilt. Etwas größere, um einfach die Bienen anzulocken, damit die an mein anderes Gemüse gehen. Und genau, deswegen habe ich hier immer sowas oder ein Lavendel dann, wo ich mir dann hinstelle, damit die kommen. Weil so ein Balkon ist ja nicht so attraktiv, ne? Deswegen,
Ja, das finde ich aber schön. Vielleicht hebe ich mir das auf, weil ich habe jetzt nur noch eine Packung für nächstes Jahr dann. Weil, wie gesagt, ich pflanze mir da immer ein bisschen was in den Topf an. Finde ich aber cool. Finde ich schön, dass es drin ist und passt auch hier zum Dünger. Steht da was drauf? 4,15 Euro. Ja, das ist nicht günstig, sowas. Das weiß ich. Dann ist hier was drin und zwar was zu essen. Sieht richtig lecker aus. Ich bleibe hier immer an dem riesen Karton hängen. Pure, Hey Pure Natural Snack Peanut Butter. Das wird mein Mann wahrscheinlich essen, weil der liebt Erdnussbutter. Das ist auch vegan. Kann er mal probieren. Aber ich habe das jetzt hier gar nicht drin. Ich habe hier was anderes drin. Ein Hanfsamenriegel von Hans Brain Food. Deswegen, ich kann es euch jetzt leider nicht sagen, was das kostet. Der Hanfsamenriegel hätte 1,99 Euro gekostet. Aber was das jetzt kostet, vielleicht auch so um den Dreh. Ja, trotzdem lecker. Finde ich trotzdem gut. Dann geht es weiter. Mache ich mal mit dem kleinen Produkt hier weiter. Sieht so aus. Ist von Tautropfen. Und Tautropfen war schon mal in der Box mit einer Maske. Die ist sehr, sehr gut. Die habe ich auch noch da. Habe ich, glaube ich, auch mit euch zusammen mal ausprobiert in einem Video. Und da ist jetzt ein Anti-Age regenerierendes Gesichtspflegeöl für reife Haut. Ja, allmählich ist es soweit. 5 Milliliter kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Finde ich süß. Und das ist auch ein Goodie, wenn man 12 Monatsabonnent ist. Also da hat man schon Vorteile. Da hat man immer besondere Produkte noch mit drin. Das lohnt sich. 7,99 Euro. Und es hätte auch noch eine Duschemulsion drin sein können in Sanddorn oder Rose. Auch schön. Dann habe ich hier noch was richtig Niedliches, Verpacktes. Ja, ist... Was ist das denn? Von... Ich kann das irgendwie nicht so gut lesen. Mal gucken. Ein extra Geschenk. So süß. Bloom in your own beauty. Extra nochmal so eine Karte mit drauf. Auch echt schön. Alles Liebe, Nathalie. Ein Mini-Flower-Etui. Cool. Ja, finde ich schön mit so einer Karte extra noch eingepackt. Das sieht wahnsinnig schön aus. So ein kleines Täschchen. Ah, okay, auch wie niedlich das ist, Leute. Ja, also das ist schwarz. Dann ist hier so ein Knopf, aber ja, also man macht das jetzt hier nur so rein. So, das ist kein Druckknopf oder irgendwas, sondern einfach nur, wie heißt das? So ein Nöppel, wo man dann eben das zumachen kann. Und das finde ich auch schön, das Detail hier. Das sieht so aus wie, ja, als wären da so Blätter drauf gestanzt. Finde ich echt mega schön. Mit so einem Blattmuster noch drauf. Ja, so ein kleines Etui, wenn man nicht viel braucht. Vielleicht nur den Führerschein, den Ausweis, ein bisschen Kleingeld, finde ich toll. Oder auch, wenn man seinen Mundschutz da rein verpacken möchte, damit der nicht so lose rumfliegt in der Tasche, was bei mir immer der Fall ist. Dann wird es rausgekramt, schnell drüber. Aber so kann man sich den ein bisschen frischer halten. Ja, weil in der Tasche ist doch öfter mal so ein bisschen rumgekrümelt und das finde ich schön, ja. Auch für den Mundschutz rein toll. Und hier ist auch noch ein Rabattcode mit dabei. Aber ich kann die Marke, aber ich werde es gleich nachlesen. 8 Euro Rabatt. Studio mit Z. Studio. So heißt das wohl. 8 Euro für dich und deine neue Lieblingstasche mit deinem Gutscheincode Kaktusleder. Ja, cool. Ich finde das süß. Gefällt mir. Ist niedlich. Und werde ich auf jeden Fall auch verwenden. Finde ich toll. Oh, wow. Da gibt es wahnsinnig schöne Farben. 4 verschiedene Farben. Das Bordeaux-Rot finde ich auch wahnsinnig schön. Hätte mir alles gefallen. Studio 8B heißt das. Ein Blumenetui.
29,95 €. Ich finde es richtig schön. Mir gefällt's. Ja, toll. Und 8 Euro Rabatt war auch noch mit dabei. Nächstes Produkt. Pudding. Gourmet-Pudding mit Bourbon-Vanille in einer veganen Variante. Sehr cool. Ja, öfters mal gibt es bei uns einen Pudding zum Nachtisch. Essen wir alle ganz gerne und das wird auf jeden Fall gemacht. Finde ich toll von Biodo. Biodo, kenne ich auch gar nicht die Marke. Interessant. Was kostet der Pudding? 1,49 €. Vanillepudding, genau. Ja, finde ich schön. Was ist jetzt noch hier? Entdecke ich gleich noch was? Das kenne ich bereits. Und zwar ist das das hier. Ich glaube, das war schon mal in der Box. Habe ich getrunken. Fand ich ein bisschen sauer, aber nicht schlecht. Vitamin C Shot. Berliner Shot. Genau. Mit Aronia, Sanddorn, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin B3 und Vitamin B5. Werde ich auf jeden Fall trinken und finde ich richtig gut. Genau, 1,49 €. Kann man gut gebrauchen. Und dann habe ich jetzt hier noch was extra Verpacktes mit dabei. Öffne ich. Ein Glas mit grünen Oliven. Mein Mann isst gerne Oliven. Das passt, also es kann hier eigentlich wieder alles gebraucht werden, außer halt der Pflanzendünger, aber das macht nichts, den verschenke ich. Da habe ich gleich noch eine Osterkleinigkeit, finde ich nicht schlecht und deswegen freue ich mich trotzdem. Und das hier finde ich auch echt cool, dass was zu essen drin ist. Mit Koriandersamen und rosa Pfeffer, auf jeden Fall interessant, von Bloil. Leute, ich kenne die Marken gar nicht dieses Mal. Eine habe ich jetzt gekannt. Nein, zwei. Drei. Okay. Drei Marken habe ich gekannt. Das war's. Mani Bio. So heißt das wohl. Okay. Interessant. Gibt es noch eine andere Variante? Ich glaube, was Scharfes mit Chili. Ja, finde ich cool. Und dann haben wir hier noch ein Magazin. Und zwar Fox Magazin, 5,90 €. Und jetzt mache ich das Heftchen mal zur Seite. Finde ich schön, das gefällt mir, das Magazin. Ja, da gibt es so schöne Neuheiten, das sieht toll aus. Ist schön gestaltet, schlicht, übersichtlich. Kann man viel erfahren zu neuen Produkten. Interessant. Das hier sticht mir ja ins Auge. Werde ich mir mal durchlesen, was das ist. Sieht auf jeden Fall schon mal lecker aus. Ja, werde ich mir angucken. Finde ich interessant. Oh, hier sieht es anders aus. Ach, schön. Naturlos. Toll. Werde ich mir gleich mal hier zur Seite legen. Und dann habe ich hier noch ein paar Flyer. Mal gucken, was da drauf steht. Erstmal gepackt hat die liebe Lene. Und dann habe ich, oh, von Biotaurus, von dem Dünger, habe ich noch hier eine Karte mit dabei. Da gibt es super viel verschiedene, also da wird wahrscheinlich jeder was finden. Und auch ein Rabattcode, 20% Rabatt. Und das werde ich euch versuchen, alles in die Infobox zu schreiben. Sieht man es? Ja. Genau, deswegen, wo mache ich das jetzt hin? Mache ich ins Heft, damit ich das nicht vergesse, damit ich euch das nicht vorenthalte. Und dann haben wir hier noch, oh, Olivenöl gibt es auch von der Marke Mani mit den Oliven. Und Rezepte sind auch noch mit dabei. Ja, cool, das sieht lecker aus. Ziegenkäse-Törtchen mit Olivenkirschen. Ja, finde ich auf jeden Fall cool. Hat mir wieder richtig, richtig gut gefallen, die Box. Voller Erfolg, toll. Und ich glaube aber, mein Highlight ist das hier. Das ist mein persönliches Highlight. Finde ich richtig cool, gefällt mir. Und ja, wie gesagt, Link zur Box und Rabattcode steht alles in der Infobox, sowie die Produkte und die Rabattcodes der Produkte. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst mir gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da, dann verpasst ihr kein Video und keine Verlosung mehr. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.